Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Schwode, ich glaube, Sie waren gestern in einer anderen Expertenanhörung. Sie haben die vielen kritischen Anmerkungen, glaube ich, nicht gehört. Aber ich will da gar nicht drauf eingehen, das ist es nicht wert. Meine Damen und Herren von der Schuldenkoalition, das vorgelegte Inflationsausgleichsgesetz soll laut Bundesfinanzministerium, entschuldigen Sie, dass ich da lache, es ist traurig genug, 48 Millionen Bürger entlasten. Das Gesetz soll weiterhin, ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, inflationsbedingte Mehrbelastungen ausgleichen. Sie wissen schon, was ausgleichen heißt, hoffe ich, indem die Steuerlast, die in der Inflation angepasst wird. Und schon hier beginnt das Gesetz mit einer glatten Lüge, meine Damen und Herren. Im Übrigen, Herr Schröder, die gute Politik und ein guter Portfoliomix in der Energie hätte dieses Inflationsausgleichsgesetz komplett unnötig gemacht. Es geht vor allem, und das sei hier adressiert, um die kalte Progression. Und schon jetzt, Herr Lindner, weiß die Bundesregierung, dass der Ausgleich aus Ihrem Gesetz aller Voraussicht nach nicht im Entferntesten die Inflation vollständig ausgleichen wird. Auch welch ein Wunder. Die Bundesbank muss innerhalb von 12 Monaten zum dritten Mal ihre Inflationsprognose korrigieren. Wir sind mittlerweile bei einer zweistelligen Prognose der Bundesbank. Und wie ich im Deutschlandkurier bereits im Januar prognostizierte, werden wir eine Inflation zwischen 5 und 7% erhalten, meine Damen und Herren. Aus unserer Sicht ist also dieses vorgelegte Gesetz wieder einmal nur ein bewusstes Ausschieben, Herr Kollege Schröder. Denn jetzt ist schon klar, dass die Änderung bei den Tarifeckwerten, da hören Sie gut zu, das ist Mathematik, ich hoffe, dem können Sie folgen, die ja Grundlage der Vermeidung der kalten Progression sind, erst ab 23 gelten sollen, Herr Lindner. Ab 23. In welcher Welt leben Sie denn? Wir haben seit Januar 22 eine galoppierende Inflation. Dieses Gesetz müsste eigentlich in der Überschrift heißen, der Fleißige ist der Dumme, meine Damen und Herren. Und dass Sie nicht auf den Progressionsbericht warten müssten, das haben Sie eben, Herr Schröder, auch gut dokumentiert. Sie haben nämlich betont, und das ist richtig, der Grundfreibetrag, yippie, ist ja erhöht worden. Damals haben Sie wahrscheinlich wieder nicht zugehört. Alle Experten, sogar die eigenen von Ihrem Gewerkschaftsbund, haben gesagt, die Erhöhung des Grundfreibetrages ist jetzt schon unzureichend und gleicht im Entferntesten nicht die Inflation auf, meine Damen und Herren. Also hören Sie sich auf, sich hier als Vertreter der kleinen Leute zu gerieren. Das sind Sie schon lange nicht mehr, Herr Schröder. Es ist in keinster Weise nachvollziehbar, dass Sie die Bürger bei dieser galoppierenden Inflation nicht zureichend und tatsächlich nachhaltig, um dieses schöne Wort hier mal zu strapazieren, entlasten. Aber nähern wir uns des Pudels gern, meine Damen und Herren von der Schuldenkoalition. Der größte Profiteur ist eben bei der kalten Progression, und das sagen auch alle wissenschaftlichen Abhandlungen dazu, der Staat. Sie können, ohne dass Sie den Bürger hier im Hohen Hause klarmachen müssen, durch Steuererhöhung und Diskussion Mehreinnahmen generieren. Das hat der Kollege Wiener, das haben andere Kollegen hier vor mir eben wunderbar dargelegt. Der Fehler liegt im System. Meine Damen und Herren, die AfD-Fraktion fordert mittlerweile seit vielen Jahren, nehmen Sie sich doch endlich der Idee des Bundes der Steuerzahler an, entlasten Sie automatisch, wie es andere Länder, die Schweiz, tun. Den Tarif auf Rädern fordern wir seit 3 Jahren. Sie folgen nicht. Und die FDP hat es immer noch im Wahlprogramm stehen, meine Damen und Herren. Und im Übrigen, die Tarifeckwerte sind doch nur die eine Wahrheit. Sie müssten genauso die Höchstgrenzen, die Freibeträge, die Pauschalen, beispielsweise die Pendlerpauschale, meine Damen und Herren, seit 2004 unzureichend ab dem 21. Kilometer mal erhöhen, meine Damen und Herren. Auch das ist eine Entwertung. Haben Sie gestern nicht gehört, glaube ich, Herr Schröder, als einige Sachverständige das zur Sprache brachten. Auch hier tun Sie nichts, aber in Wirklichkeit, machen Sie sich doch endlich ehrlich, wollen Sie dieses Perpetuum mobile der heimlichen Steuerabzocke beibehalten. Das ist genau Ihr Problem, meine Damen und Herren. Und Herr Lindner, sagen Sie es den Menschen doch offen und ehrlich, dass Sie auch hier mittlerweile leider den Predigern Ihrer Koalition auf den Leim gegangen sind. In Wirklichkeit ist doch das, was Sie hier tun, die kalte Progression, die neue Reichensteuer. Und den Mittelstand und die Mittelschicht haben Sie als neue Opfer dieser Politik ausgemacht. Und das ist schändlich. Eine FDP, die sowas mitmacht, gehört in den nächsten Bundestag nicht mehr hinein, meine Damen und Herren. Herr Kollege, bitte kommen Sie, ja, haben noch einen Satz, Herr Gottschalk. Wir werden noch einen uns Satz jetzt konstruktiv an den Diskussionen beteiligen und freuen uns auf die Beratung. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Andreas Andrech, Bündnis 90 Die Grünen.